Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 7. Allerdings nicht bei diesem Krater, wo ich mit euch hin wollte. Nein, wir machen in diesem Part, habe ich entschieden, einen kleinen Boxenstopp. Und zwar sind wir jetzt in meiner Chocobo-Farm. Ich hatte euch ja auch schon erzählt, dass ich dabei bin, einen goldenen Chocobo zu züchten. Und ich möchte diesen Moment festhalten, dass ich es geschafft habe. Wir gehen mal in meine Chocobo-Farm, damit ihr die mal seht, damit ihr das auch mal ein bisschen kennenlernt. Den ganzen Werdegang muss ich euch ja nicht zeigen, das habe ich mir erspart. Aber ich möchte schon, dass ihr irgendwie wisst, was ich denn noch so nebenbei gemacht habe. Und zwar ist das hier mein blauer, das hier ist mein grüner, das ist ein ausgezeichneter Chocobo, den ich in der Wildnis gefangen habe. Und das ist mein schwarzer Chocobo. Ich habe mit zwei gelben angefangen. Ist ja erstmal egal, wo ich die her habe. Man muss halt auf männlich-weiblich achten und dann lässt man die halt paaren. Dann muss man denen Nuss geben, die man gekauft hat oder bekommen hat irgendwo. Das sind dann so bestimmte Sachen, die man den Schokobos geben muss. Und daraus ist dann halt erstmal... War mein grüner oder blauer zuerst? Weiß ich gar nicht. Das ist auf jeden Fall Robin. Ein weiblicher Schokobo. Den habe ich auch auf Klasse A schon trainiert gehabt. Und das ist mein grüner. Das ist Hood. Der männliche. Ja. Dann habe ich noch, dann habe ich die beiden gepaart. Daraus entstand dann der schwarze hier. Das ist Hill. Den habe ich bis zur Klasse S sogar trainiert. Und das ist Silent. Silent Hill, ja. Der weibliche in Klasse A. Und ich habe den irgendwie gar nicht auf Klasse S hochtrainiert. Das macht man in Gold Sosa. Man geht mit den Chocobos dahin. Nee, Quatsch. Man geht hin und dann lässt man die eintragen und dann darf man die halt auswählen. Also dann... Durch Zauberei werden die dann dahin transportiert und dann kann man mit denen am Rennen teilnehmen. Und je mehr man gewinnt, desto höher gehen die Klassen von den Chocobos. Und man fängt halt mit Klasse C, glaube ich, an. Genau, und dann steigert man sich zu B und A hoch und die S-Klasse ist halt noch über der A-Klasse sogar. Das habe ich bei dem Gelben hier nicht geschafft, habe sie trotzdem gepaart. Und durch zwei, drei Versuche kam hier mein goldener Chocobo heraus. Das ist ein männlicher, noch Klasse B. Mehr habe ich noch nicht trainiert mit dem. Und ich habe ihn Storm getauft. Ja, warum zeige ich euch das jetzt? Weil ich mit euch, was wollte ich jetzt genau? Ich wollte da drin, weil ich, ein Chocobo ausleihen möchte zum Reiten. Hallo Billy. Ich möchte einen Chocobo reiten. Und zwar, jetzt kann man hier die auswählen. Nehme ich hier meinen goldenen. Der stolziert hier noch so schön vor sich hin. Ja, höher. So. Und dann kann man mit seinem Chocobo den... Nee, das wollte ich nicht. Jetzt bin ich wieder reingegangen. Und dann kann man mit seinem Chocobo halt durch die Gegend reiten. Das Wichtige an diesen Chocobos ist aber, warum macht man das überhaupt? Warum will man einen goldenen Chocobo züchten? Nee, nix. Ich will den goldenen. Ja, Lilly, das geht jetzt nicht. Meine Katze hat gegessen und dann sagt sie mir immer Bescheid, wenn sie gegessen hat. So. Nun ist es so, dass der blaue Chocobo, ich will mich jetzt nicht vertun, aber ich glaube, der blaue Chocobo kann über so, ne, dieses seichte Gewässer hier und also so das helle Wasser und Flüsse und so laufen. Und der grüne Chocobo kann, wie dieser Chocobo, über Berge flitzen. Jetzt haben wir ja unsere Highwind hier hinten stehen, mit der wir zwar ganz toll überall hinfliegen können, die lassen wir da aber stehen, weil der Chocobo auch dahin kann, wo selbst das Flugschiff eben nicht landen kann. Und deswegen gibt es auf der Weltkarte ein paar Secrets und es macht ganz doll Spaß, mit einem Chocobo durch die Gegend hier zu rennen, weil man halt überall querbeet einfach langlaufen kann. Und ich gehe jetzt einfach mal zu den Inseln. Es gibt verschiedene Höhlen und Secrets und so. Ich will natürlich, dass ihr die Routen miterlebt, die wichtigen Dinge. Ich weiß, dass es hier irgendwo eine Höhle gab. Ich war auch schon wo drinne, aber ich habe gedacht, nee, das mache ich nochmal. War das hier? Nee. Nee, aber da oben, ne? War das hier? Da. Da ist zum Beispiel eine Höhle. Und dann gehen wir mit unserem goldenen Chocobo dann. Achso, der goldene Chocobo, wie ihr schon bemerkt habt, der kann alles. Deswegen ist er so besonders. Er kann halt auch über dunkles Wasser. Das kann kein Chocobo außer der goldene.
Und deswegen kann man halt über die ganze Karte mit dem laufen. Der kann halt über seichte Gewässer, über Berge, über alles. So. Jetzt steige ich ab. Der wartet hier auch ganz lieb auf uns. Und dann kann man hier in die Höhle und findet halt ganz tolle Sachen. Wie zum Beispiel die Kristallisierung von Marco und Materia währt viele, viele Jahre. Und jetzt haben wir hier so einen Quadra-Zauber bekommen, wo wir irgendwie, glaube ich, 4-mal Angriffe machen können hintereinander oder so. Muss ich mich aber noch mehr mit auseinandersetzen. Da das erste Mal auch für mich ist, dass ich diese ganzen Sachen hier sammle. Das habe ich nämlich früher gar nicht gemacht. Also ich habe nie einen Schokobo gezüchtet. Ich hatte da gar keine Lust zu. Das dauert ja ewig, bis man die dann alle hochtrainiert hat. Und nur wenn man sie hochtrainiert hat, kriegt man halt auch das richtige Baby sozusagen, was man braucht, um wieder weitere zu züchten. Das ist schon eine Kunst für sich. Und auch die in der Wildnis zu fangen, da muss man ja immer 4 Schokobos auf einmal fangen und dann zu Hause im Stall gucken. Ja, habe ich jetzt den richtigen gefangen oder muss ich nochmal los? Dann muss man nochmal hin und her fliegen. Dann muss man die auch richtig füttern. Und das ist hier ein ganz besonderer Ort, den ich auch vorher nicht kannte. Wie ihr seht, ist das ein Ort, der nicht auf der Weltkarte eingezeichnet ist. Und hier bekommen wir eine der besten Materie, die es im ganzen Spiel zu erhalten gibt. Deswegen setze ich jetzt auch mal hier ab. Hier sind wir auch in so einem ganz merkwürdigen Wald. Wenn man hier kämpft, kriegt man auch keine Erfahrungspunkte. Und deswegen gehe ich da jetzt rein. Da komme ich ohne den Schokobo gar nicht hin. Und mit dieser Materie können wir so ziemlich alles gewinnen in diesem Spiel. Und zwar ist das die Materie Ritter der Runde. Die bekommt man hier. Und dementsprechend wollte ich euch das nicht vorenthalten. Und deswegen reiten wir einfach wieder zurück. Und dann gibt es noch einen Ort, den habe ich per Zufall entdeckt. Das geht jetzt nicht. Ich will eigentlich wieder so ein bisschen zurück. Ja, auch so geht auch. Machen wir es so. Wenn man an den Rand geht, dann kommt man ja auf der anderen Seite immer wieder raus. Irgendwo war noch eine Höhle. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da war noch was. Nee, ich weiß, wo das war, genau. Da gehen wir mal hin. Das war beim Wasserfall oder so. Da habe ich gedacht, ja, dann kann ich da jetzt auch rein. Weil da kann man ja sonst auch nicht landen. Und da erfährt man dann ein bisschen was. Und auch das möchte ich euch nicht vorenthalten. Wo ist er denn? Ich muss ihn erst mal suchen. Da, ne? Ja, hier. Oh, da ist auch noch so ein Monster. Nicht erschrecken. Der hängt hier so rum. Und wenn man den angreift, dann, den kann man sicherlich besiegen. Ich habe da nur gar keine Lust zu. Ich will jetzt eigentlich zu diesem Wasserfall-Dings. Ist das denn? Mann, hier ist ja auch einer, aber das meinte ich, glaube ich, gar nicht. Ist das denn? Wo ist das denn? War das hier? Einfach mal dem Wasser folgen? Nee. Ach ja, ich habe halt gar keinen Überblick mehr gerade. Irgendwo war das aber. Es war doch aber nicht bei dem Monstervieh. Als ich das damals gemacht habe, war da gar kein Monster. Ich glaube, ich muss doch mal wieder ein bisschen umdrehen. Gegen die Seeschlange kämpfen hatte ich jetzt eigentlich keine Lust. Unser Chocobo ist aber relativ schnell. Kann man immer ganz schnell entwischen eigentlich. Ich will da jetzt eigentlich gar nicht wieder weg. Es ist nur in so einem komischen Winkel. Ich laufe jetzt mal doch wieder ein bisschen mehr hier westlich lang. War das hier? War das doch hier? Nee. Ich suche diese Wasserstelle mit dem... Ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Glaube ich. Obwohl, vorsichtshalber gehe ich noch mal ein bisschen nach Süden. Nicht, dass es doch hier war. Hier ist ja relativ viel Wasser. Könnt euch natürlich jetzt auch ein bisschen verraten, was ich eigentlich vorhabe, aber nee,
Nö. Ja, ich hoffe, das ist jetzt die richtige Seite. Muss ich wieder komplett zurück? Irgendwo muss es ja sein. Nee, ich glaube, ich bin richtig hier. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, hier bin ich richtig. Weil hier ist ja auch das ganze Wasser. Also immer diese kleinen Dinger. Ich will nicht nach Norden. Nee. Also nach Norden ist zu weit. Aber es gibt hier diese Wasserfallstelle. Und da ist eine Höhle. Und da kann man halt mit dem Flugzeug nicht so einfach landen. War das da bei dem Gebirge? Es ist total witzig, wie der Choco so dong, 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 dong. Jetzt bin ich aber schon wieder an einer anderen Stelle. Ich weiß, wo ich bin, aber hier wollte ich nicht hin. Hier habe ich was anderes damals gemacht. Wo war das denn? Verdammt. Da ist es. Ah, ich habe es geschafft. Ja gut, dann bin ich ja richtig hier. Hier steigen wir ab. Und hier gehe ich jetzt mal rein. Hier kann man ja sonst auch eigentlich gar nicht hin. Sephiroth. Jetzt habe ich aber, glaube ich, nicht die richtige Person mit. Vincent. Genau, er sagt Vincent. Und da habe ich gedacht, hä, wieso Vincent und so? Was hat der damit zu tun? Deswegen nehmen wir mal Vincent rein. Und mit dem gehen wir jetzt mal in die Höhle. Und dann sieht das schon anders aus. Vincent. Der muss nämlich hier sein. Diese Stimme, das kann nicht sein. Lucretia? Vincent. Lucretia, bleib, wo du bist. Und hier sieht man jetzt so eine Erinnerungs-Flashback-Szene, wo man etwas mehr über Vincent erfahren kann, was ich sehr spannend und interessant fand. Und das wollte ich auch, dass ihr das seht. Da ich finde, dass Vincent auch ein sehr interessanter Charakter ist und man nicht wusste vorher, warum er da überhaupt so als Vampir rumhängt bei Shinra. Oder in den Laboren oder wie auch immer. Wenn sie denn glücklich ist, mir soll es recht sein. Also sie hat einen anderen gewollt, so habe ich das jetzt verstanden. Die Lucretia. Ich bin dagegen. Warum Experiment an Materie? Wir sind beide Wissenschaftler. Danach gebar Lucretia ein Kind. Der Name des Kindes lautete Sephiroth. Dieser Körper ist die Strafe, die mir auferlegt wurde. Ich war nicht in der Lage. Professor Gast. Und Lucretia, ich konnte sie nicht retten. Ich bin nicht schnell genug. Ich konnte nur zusehen. Das ist meine Strafe. Voll schnell die Schrift gewesen. Lucretia, du lebst. Ich wollte verschwinden, ich musste allein sein, ich wollte sterben, aber die Genovan mir ließ mich nicht sterben. In letzter Zeit träume ich oft von Sephiroth, mein liebes, liebes Kind. Nach seiner Geburt konnte ich ihn kein einziges Mal halten, nicht ein einziges Mal. Ich darf mich nicht seine Mutter nennen, das ist meine Sünde. Zurück, bleib wo du bist. Vincent, bitte sag mir. Was? Ob Sephiroth noch lebt? Ich habe gehört, er sei vor 5 Jahren gestorben, aber ich sehe ihn so oft im Traum.
Und ich weiß, dass er, wie ich, nicht so einfach physisch sterben kann. Er kann nicht so einfach sterben. Bitte, Vincent, sag es mir. Lucrezia, Sephiroth ist tot. Ja, warum er das aber gesagt hat, weiß ich nicht so richtig, weil, ja, das war's. Hier in der Höhle. Warum er das gesagt hat, weiß ich nicht so richtig, weil Sephiroth müssen wir ja noch besiegen. Deswegen hoffe ich, dass es richtig ist, in diese Höhle zu gehen. Aber da ich da reingegangen bin, wollte ich, dass ihr das jetzt auch seht, weil wir dadurch ja etwas mehr jetzt erfahren haben. Und das muss man sich auch erstmal durch den Kopf gehen lassen. Dass Sephiroth das Kind ist. Ja, getrennt von seiner Mutter und so. Ich muss jetzt zurück zum Flugschiff, würde ich sagen. Und dann versuchen wir das nochmal mit dem Nordkrater. Ich hoffe, ihr fandet das jetzt ganz lustig mit mir hier und dem goldenen Schokobo. Man kann auf jeden Fall definitiv etwas mehr erfahren dadurch. Oder bekommen auch. Alleine, dass wir diese Ritter der Runde Substanz haben, ist schon richtig gut. Angeblich soll man dadurch schon quasi in den Endkampf gehen können. Es gibt natürlich noch hier und da einige Materia, die ich nicht habe. Und ich habe auch zum Beispiel nicht die Materia-Beschwörung Alexander bekommen. Ich habe halt hier und da nicht alles perfekt gemacht. Aber ich finde, es ist jetzt auch nicht so wild. Ich steige hier in das Flugobjekt und dann gehen wir zum Nordkrater. Bis dann!